herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Desperados Wanted Dead or Alive. Im Wilden Westen spielt dieses Spiel ein Echtzeit-Taktik-Spiel und wir sind in der vorletzten Mission. Ich glaube, es ist die vorletzte. Auf jeden Fall sind wir jetzt gefangen genommen worden. Unsere Leute sind im Gefängnis von El Diablo, in dem sein Höhlensystem, und ich muss jetzt da ausbrechen. Sanchez ist als einziger von der Gruppe getrennt worden, weil El Diablo ihn rekrutieren wollte und er will sich aber nicht rekrutieren lassen. Jetzt müssen wir irgendwie durch zu Sanchez mit den anderen Teammitgliedern. Weiß noch nicht wie, auf jeden Fall muss ich durch und versuchen Sanchez zu retten. Das ist in dieser Mission jetzt das Ziel. Das Spiel ist bisher, glaube ich, ganz schön verlaufen, muss ich sagen. Die Charaktere sind alle unterschiedlich gewesen, die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Spiel, auch mit dieser Serie hier, auch wie es gemacht ist. Zum Schluss hin habe ich es etwas aggressiver gespielt, etwas schießwütiger, weil sich die Missionen dann doch etwas in die Länge ziehen. Hat eh nicht alles so funktioniert, aber es ist dann doch ganz gut, denn deswegen gab es dann eben so Railguns, die herumgestanden sind. Dann hat man die Missionen etwas schneller durchspielen können. So, ich würde sagen, wir steigen ein und schauen mal, wie wir jetzt aus diesem Gefängnis rauskommen. Und ob wir es schaffen in diesen nächsten zwei Videos, und, dass wir auch hier weiterkommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Mission Nummer 23. Wir spielen schon 1500 Minuten. Das ist viel. Das war über 20 Stunden. 300 Minuten. 60. Naja, schon einiges. Ich glaube, das ist gar nicht so ein kurzes Spiel. So betrachtet. Obwohl ich ja eigentlich nicht schlecht bin in diesen Dingen hier. Die Mission heißt jetzt Todesouvertüre. Zuerst war es das Tor zur Hölle. Vorhin geschafft. Und dann sind wir jetzt rein, sind in eine Falle geraten und die haben uns gefangen genommen. So. Okay. Eigentlich ist die Mission gar nicht so klein, so wie ich das sehe, ja. Sehr viele Wachen. Sehr, sehr viele Wachen. Allein, dass ich da rüberkomme, dann über diesen Abgrund, ist das ein Abgrund mit Wasser? Achso, nein, das ist ein Teich oder sowas. Ich kann Sanchez nicht bedienen. Das ist El Diablo, der Typ da. Naja, ich muss mal zu ihm kommen jetzt. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie raus. Mia meinte, vielleicht hilft uns jetzt. Ich habe eine Faust. So, Mia. Vielleicht kann ich da mit der Hand. Nochmal. Mia meinte, vielleicht hilft uns Leone. Okay, so nochmal. Es klappt schon. Okay, muss sowieso warten, dass jetzt nicht zwei da sind, glaube ich. So, jetzt aber. So, ich habe ihn kaputt geprügelt. Aha, da sind meine Waffen drin und alles. In diese Kiste. Vermisst er seinen Freund? Vertraut mir.
Schauen wir mal. Nee. Auf geht's. Angekommen. Schau mal kurz weg, bitte. Na mal sehen. Wer da? Auf mich. Beeilung. Okay. Wow. Okay, also hier Alarm machen ist ganz schlechte Idee. Vertraut mir. Vielleicht kann ich den anlocken. Hm? Da lauscht mich doch der Affe. Nee. Wie viel von den Erbsen haben wir noch? 4 Erbsen. Erdnüssen. Ja, wie stelle ich es an, dass ich jemanden... Verstehen die gar nicht? Kann sie vielleicht... Ach so, ja, so können wir es probieren. Vielleicht können wir den anlocken. Dass sie sich gar nicht fragen, warum die Zellentür offen ist. Und? Mag er sie nicht? Oh ey, der schießt mich jetzt, oder? Okay, das war nicht gut. Also es funktioniert schon mit ihr, aber ich muss das hier unten irgendwo machen, sodass mich nur der sieht, der tatsächlich auch runterkommt. Alles oder nichts. Weiter geht's. So, weil der kommt jetzt weiter rein in die Zelle. Der kommt weiter runter und der sieht sie dann und dann kommt er echt runter und dann... So, der sollte noch einmal hier vorbeischauen und dann... Dann war es um ihn geschehen. Wunderbar. Ich weiß nicht genau, ob das... Ich bin jetzt zwar... Na toll. Das gibt Ärger. Dauert nur eine Sekunde. Ja. Sehr gut. Das ist gegangen, wollte den anderen suchen. Habe ich auch noch wisch. Bring den mal um. Was lebt denn der bitte? Okay, so. Gut, jetzt muss ich schauen, wie ich mir hier meine Ausrüstung hole. Also wir sind schon mal aus dem Gefängnis draußen, das ist wichtig. Okay, er hat schon mal seine Ausrüstung.
Alles klar. Jetzt oder nie. Wie der stirbt. Okay. Gutes. Jetzt holt sich mal jeder seine Ausrüstung. Doc, du auch. Sam auch. Sam lag noch ein bisschen am Boden rum. Doc, war da nichts drin für dich? Ah doch, ein paar Verbände sind drin. Okay, jetzt muss ich schauen, wie ich hier vorankomme, und zwar Stück für Stück. Ich muss natürlich immer einen erwischen, ohne dass... Hoppla. Also wenn sich der umdreht, kann ich in den nächsten... Man muss immer so Spalt für Spalt, glaube ich, hier sich voranarbeiten. Sollte aber klappen. Ich weiß aber eine Karte. Alles oder nichts. Gehen wir's an. Jetzt oder nicht. Sehr gut. Immer diese Warterei. Ganz so wild kann man es hier nicht machen, da sind so viele Menschen rausgekommen zuerst. Hat er eine Schlange? Ich habe echt auch eine Schlange. Ich könnte die Schlange ja schon. Nein, ich will nicht. Ich will keinen Alarm machen hier. Ich mache hier gar keinen Alarm jetzt diesmal, weil ich glaube nicht, dass ein Alarm für mich sehr gesund wäre. Weil ich nicht genau weiß, wie ich die jetzt alle töten soll, ohne dass das jetzt jemand merkt. Okay. Ich glaube, gleicher Trick wie vorhin. Der Typ muss versuchen, sich jetzt irgendwas zu holen, und zwar am besten. Dem Sieger den Jackpot. Weiter geht's. Gehen wir's an. Steht auf. Was liegt denn da rum? Nein. Er steht nicht auf. Sanchez haben wir nicht mit. Wie weit sieht der? Nur einer. Ah, da könnte man es probieren. Dem Sieger den Jack. Immer diese Warterei. Das weiß ich beabsichtigt hier. Wir hatten jetzt das Zugtor runtergelassen. Ach so, das war schon unten. Der Doc muss es knacken. Hör mal, hört man das? Nein. Auch nicht gut. Eine Schlange. Naja, okay, wir werden versuchen, uns jetzt hier mal vor dem hinzustellen und versuchen, den anzulocken, indem wir einfach nur hübsch aussehen. Was ist mit dem jetzt? Leichtes Spiel. Herz Dame gewinnt. Alles oder nichts. Ist ein bisschen schade. Ne, da steht jetzt dann ganz schlecht hier vorne. Ne. Okay, also anlocken kann man den nicht gut. Ach, der bewegt sich auch. Ja, das ist nicht so gut. Aber den könnte man zum Beispiel da hinten anlocken, glaube ich. Mit ihr. Naja, vielleicht geht's besser mit Mias Affe.
kommt jetzt die Musik? Weiß ich nicht, okay. Hat nicht so viel gebracht. Hoppla, doch. Ja, nochmal. Nein, vielleicht den da. Wer kommt denn da jetzt? Okay, es ist. Die da hinten sind unlockbar, die anderen, die hier herumlaufen, eigentlich eher nicht. Vertraut mir. Der daher macht er. Macht Stress. Ist ja witzig, warum hat denn der ein Problem hier? Befreien Sie Ihre Teammitglieder aus den Gefängniszellen und befreien Sie Sanchez aus der Gewalt von El Diablo. Oi. Das war nicht beabsichtigt. Das war nicht so beabsichtigt, aber wenn es so klappt, okay, von mir aus. Wer macht jetzt das Tor noch auf? Ich weiß nicht, ob das schlecht war. Ich glaube nicht allzu schlecht. Vertraut mir. Ja, schau mal den Affen dahin. Zur Sache jetzt. Weil anders, glaube ich, kann man dann diese ganze Menge an Menschen gar nicht so. Ja, wir müssen es so machen, weil das ist zu eng, als dass wir jetzt hier selbst durchgehen könnten. Ich habe auch gar nichts, was ich da irgendwie hier bin ich. Zur Sache jetzt. Hinspielen könnte. Ja, jagen wir den mal Messer rein. Die Leichen hier stehen ein wenig im Weg rum. Aber Gott sei Dank ja nicht nur uns. So, Mia, wir haben nicht mehr viele. Er will nicht so weit gehen. Sind die immer zwei? Drei? Einer schaut dahin. Wie können wir das machen? Ist hier ein Platz zum Hingehen? Ja. Okay, also ich muss nur schauen. Ich muss den da. Ja, der Affe hat ihn jetzt genau richtig abgelenkt. Ich speichere hier und dann einen neuen Spielstand, weil. Und dann einen richtig neuen, weil ich nicht sicher bin, ob das jetzt ganz richtig ist. Und wenn ich jetzt hier an einer falschen Stelle steckt bleibe, kommt dann danach oder was, dann sterbe ich hier, dann habe ich die Mission wieder verloren. Sieht den jemand beim Tor, ist die Frage. Eher nicht, ne? Nee, aber ich möchte den auch nicht sehen, die sich gegenseitig war. Nee, also ist das dann mein erstes Opfer, ja? So, wenn der sich jetzt. Gehe ich ein Stück nach vorne und schieße ich gegen ein Messer rein.
Einigkeit. Wie war das? Ich verblute. Na, mal sehen. So gut. Jetzt hätte ich fast gespeichert hier. Ah, jetzt muss ich das laden. Ich hätte jetzt zumindest ein Haar gespeichert. Ich war mit dem Finger war ich schon auf der Taste jetzt zum Speichern. Das war jetzt aber ganz schön knapp. So. Wir speichern. Also es ist schon gut hierhin. Man muss dann nur hier nur die Reihenfolge beachten, wie man die erledigen möchte. Ach so. Er sieht mich. Wer war das überhaupt? Da fallen so Steine von oben runter und dann drehen die sich mal schnell um. Okay, muss es ein bisschen hier beachten. Da ist einer. Und der schaut den schon an. Also war das doch nicht so dumm, den nicht gleich zu töten. So, jetzt aber. Ach, sieht mich der? Ich glaube, ich komme zu spät. Ich komme etwas zu spät. Ich stehe eigentlich vor ihm, oder? Komm schon, nochmal. Ich glaube, es geht sich ganz scharf aus. Ja, ich sollte nicht so bald aufstehen. So, hierhin. Das geht sich nicht aus. Ah, ich muss noch einen Turn abwarten. Okay, wenn der sich jetzt wegdreht, kann ich jetzt dahin. Einen Schritt muss ich nur zur Seite machen, dann einen Schuss. Und dann wieder weglaufen. Auf geht's. Ich verblute. Ja, und jetzt? Okay. Jetzt war's gut. Jetzt kann mich der nicht sehen. Der dreht sich jetzt mal, glaube ich, ganz kurz zur Seite und überprüft, ob er hier alles in Ordnung ist. Ob ich da jetzt überhaupt vorbeikomme, ist sehr fraglich. Okay. Hier ist ein kleines Lager für mich quasi. Jetzt hole ich mir noch den letzten ab. Ach so, ich muss auf diese Plattform steigen. Da ist so eine kleine Plattform, wie ich aus Versehen drauf gestiegen ist. Okay, wenn der jetzt weggeht, bringe ich den um. Gut. Ja, das ist für dich, soweit ich weiß. Doc, das ist für dich. Und Mia, das ist, glaube ich, auch für dich. Und Sam, was ist für dich hier? Ist noch irgendwas da oben? Nee. Aber du kannst ja gerne mal nachziehen. Wo ist Sam? Okay. Gut, wir können jetzt theoretisch weiter. Praktisch weiß ich noch nicht genau wie. Also ich muss da jetzt bei dieser nächsten Gruppe vorbei. Wer ist noch übrig geblieben? Sie. Okay, jetzt kommt auch mit. Jane. Ich glaube, den müssen wir irgendwo anlocken. Ob der das checkt, dass wir keine Gefangenen sind, sondern glaubt er jetzt, da
Ist irgendeine Frau einfach da reingekommen, oder? Ein bisschen seltsam ist sie schon. So, dann dürfte sie jetzt gleich sehen. Und... Nee. Nichts für ihn, hm? Oder die Karte ab, oder? Schieß ihn ab. Wahnsinn, ist zu schwer, sie zu treffen, wenn sie zu schnell laufen. Okay, das war gut. Das war so nicht beabsichtigt. Ich wollte ihn hier vorne treffen, aber irgendwie hat so auch geklappt. Gut, schick mal den Affen los. Vielleicht können wir das so mit dem Affen lösen. Dann vielleicht kommt der nächste hinter dem Affen her. Was ist hier? Ein Zirkus? Ja, gute Frage. Der da oben, glaube ich, hat auf den Affen reagiert. Okay. Affe ist keine Hilfe. Keine Hilfe jetzt. Was könnten wir tun hier? Wenn das da hinten Schlafplätze sind. Olli, was passiert, wenn ich schieße? Ach komm. Nachladen. Nachladen. Macht der Alarm jetzt, oder? Ist er generell so ein hektischer Mensch? Komm mal da runter. Die schicken den einfach in den Tod. Okay. Die Schwarzen? Sie schon wieder gelegt. Gut ist. Naja, es musste jetzt ein bisschen brutaler sein, glaube ich. Weil niemand von denen hat auf überhaupt irgendwas reagiert. Die haben weder auf Waffen noch auf Karten noch auf Frauen, auf gar nichts haben die reagiert. Also. Wir schauen, wie wir die erwischen. Wie könnten wir sie erwischen? Müsste es aktuell auch nicht so genau. Ich habe noch jede Menge Nüsse. Wir probieren es mal, indem ich hier die Nüsse hinschmeiße. Halt mir dafür? Nicht wirklich. Das mit dem Affen klappt auch nur seltsam. Nur selten, dass die da hingehen und sich halt den Affen mal anschauen. Das dürften hier Schlafplätze sein oder was auch immer. Und auf der Karte sind hier rote Punkte verzeichnet. Das da hinten sind Leute. Hinter diesen Vorhängen sind Gegner. Und irgendwie schaut der mich jetzt ganz schön an. Habe ich das Gefühl. Ja, weil ich jetzt Alarm gemacht habe, schaut er so. Aber er beruhigt sich langsam wieder. Nur dreht er sich halt nicht um, ne? Also jetzt aktuell sieht er mich nicht.
Was sehen wir hier? Aha, schaut jetzt etwas seltsam aus. Boah! Da kommen gleich Messerwerfer raus. Die töten mich! Was war das denn? Okay, also wie mache ich das hier leise, ohne dass das jemand merkt? Boah, da kommen Messerwerfer raus. Das ist so eine Art Falle davor, ne? Ja, aber die hören mich jedes Mal, wenn ich vorbeischleiche. Es ist eigentlich egal, was ich mache. So, versteckt euch mal hier. Verletzen sie auf jeden Fall. Was könnten wir tun? Probieren das mal ganz anders. Stellen wir die Leiche da weg. Ob die Schlangen erkennen, das ist meine Idee jetzt. Ich mache das mit Sam. Ich stelle eine Schlange einfach hier in die Tür auf. Alles klar. Und los. So. Klarer Fall. Wie in alten Zeiten. Sieh mal da drüben nach. Wie in alten Zeiten. Doch, das klappt. Das ist gut. Aber die hören mich. Die hören jeden Schritt hier. Okay, das ist gut. Auch die Position der Schlange ist gut. Ich muss nur schießen, damit die herkommen. Nicht über die Schlange! Ja, aber ist die Schlange tot? Ja, ich glaube, die Schlange war tot. Ja, die Schlange war tot. Ich liebe das. Also, er will die Schlange werden es töten. Jetzt stellen wir mal die Schlange ganz um die Ecke. Ja, die Schlange hat alle erwischt. Das Problem ist, sie steht im Weg. Das war gut. Die Schlange hat alle erwischt. Dadurch, dass ich nicht geschossen habe, haben die nicht zurückgeschossen. Somit habe ich das hier gut gemacht. Das war gut. War doch ein guter Plan mit der Schlange. Teil Nummer 2. Aber es ist wirklich so, dass man echt hier... Mann trifft der gut und Mann trifft meine Leute schlecht. So, ich glaube, jetzt müssen wir mit Dog, weil der schießt etwas genauer auf längere Entfernungen.
Da fällt so ein Stein runter, wenn man vorbeigeht. So, jetzt werden wir hier versuchen, so weit wie möglich. Ich könnte den auch abschießen. Aber wir machen das so als. Was trifft denn? Wow. Da kommen echt noch mehr Leute raus hier. Das lassen wir auch, das war gut, glaube ich.